die Schlussphase von diesem Eingangsstudio. Den Rest gibt es als Stativaufnahme. Komplett. Bis zum Ausfall des Akkus. Fünfter Satz. Ratasepp schlägt auf. Marius Zaus an seiner Seite. Sie haben eigentlich die bessere Stellung jetzt, weil Zaus wesentlich besser auf den Verteidigungskünstler Blum spielt. Steige die Tanz, 7 zu 7. Gibt sich der Jürgen Böble, Schwarzhelmer. War eine Legende in Schwarzkittel. Florentin. Schlägt auf. Der wohl beste Modern Defense Allround-Verteidigungskünstler der Liga. Marius Zaus muss das reißen, sie dürfen sich hier nicht. Vom Brot nehmen lassen. Schade, schade, schade. Bleibt ein bisschen weicher. Wird ja nicht unbedingt gleich was passieren, wenn Blum den Ball nehmen muss. Wenn man ihn dann dafür besser platziert. Aber wenn und hätte. Es ist, wie es immer ist, naja, nicht immer, aber halt sehr häufig bei den FR-Trägern. Sie sind gut dabei, sie spielen gut mit, sie halten dagegen. Aber am Schluss dann, wenn es drauf ankommt, wenn es um die wichtigen Bälle geht, dann gehen diese Bälle nicht mehr auf den Tisch. Und ein Doppel wäre meines Erachtens hier durchaus machbar und auch verdient gewesen, aber es steht schon wieder 0 zu 2 und das Team schon wieder mit dem Rücken zur Wand nach dem Doppel. Nach dem Doppel steht es 0 zu 2, also 2 zu 0 für die Gäste. Wir beginnen die Künstler in den Einzelnen. Auf der rechten Platte spielen Kuhmann gegen Mohr und auf der linken Platte Galat gegen Blum. Und die Videos dazu, ihr wisst Bescheid, YouTube, der Kanal von Reinhard Steinbrecher. Zuchold Feldrich, Neckarsulm, 2019-10-19. Alle Spiele komplett als Stativaufnahmen. Ohne lästigen Zoom, aber auch ungeschnitten. Trash.